Abstraktion als Kunst der Vergegenständlichung parallel zur Wirklichkeit. Zum 50-jährigen Bestehen der Galerie Schrade. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Kunstliebhaber, Sammler und Freunde der Galerie Schrade mit den beiden Standorten Karlsruhe und Schloss Mochental. Sie alle sind aufs Herzlichste eingeladen, gemeinsam mit Ewald Schrade zurückzublicken auf ein halbes Jahrhundert Galeriegeschichte. Die aktuelle generationenübergreifende Ausstellung beleuchtet die beiden Pole der Galeriearbeit, die bei näherer Betrachtung überraschend eng zusammengeführt werden können. Abstraktion und Gegenständlichkeit fasste Ewald Schrade niemals als hartes Gegensatzpaar auf, vielmehr als weiträumiges Gelände mit fließenden Übergängen, ähnlich dem Alb-Donau-Kreis, wo am Fuße der Schwäbischen Alb die Kleinstadt Plaubeuren liegt, mit ihrem großartigen Schatz. Das urgeschichtliche Museum Plaubeuren ist das zentrale Schwerpunktmuseum für die Altsteinzeit in Baden-Württemberg. Die Höhlen am Südrand der Schwäbischen Alb zählen zu den wichtigsten altsteinzeitlichen Fundstellen weltweit. Vor 40.000 Jahren entstanden unter anderem Tier- und Menschenfiguren aus Mammutelfenbein. Sie gelten als die ältesten bekannten Kunstwerke. Seit 4 Jahren zählen die 6 Höhlen zum UNESCO-Welterbe. Die Grundlagen unserer heutigen Kultur und Kunst wurden in über 2 Millionen Jahren während der Eiszeit entwickelt, so das Museum. Das betont, dass eiszeitliche Familien die ersten figürlichen Kunstwerke schufen. Zu prähistorischer Kunst werden jetzt fortlaufend neue Entdeckungen publiziert. Wissenschaftler wollen neuerdings in einer rund 17.000 Jahre alten und 2 Meter großen Darstellung eines Kängurus die älteste bekannte Felsmalerei Australiens erkennen. Naturalistisch und zugleich abstrakt in ihrer Skizzenhaftigkeit erscheinen derartige Felsentiere. Wann genau beginnt in der Kunst die Abstraktion? Die Antwort liegt in der Hand all jener, die ein inneres Bild nach außen tragen und auf einem Bildträger, nacktem Fels ehedem oder Leinwand heute, zur Anschauung bringen. In Höhlenmalereien und Petroglyphen werden Wildpferde, Hirschkühe oder Mammuts so bemerkenswert abstrahiert, dass ihre figürliche Präsenz bis heute erfahrbar ist. Als wesentliches Kriterium künstlerischer Schöpfung darf die Vorsätzlichkeit gelten. Die Begriffe Abstraktion und Figuration sind Säulen der Kunstwissenschaft und ausgemachte Vereinfachungen. Nonfiguration als Dachbegriff für Abstraktion und Gegenstandslosigkeit führt zu terminologischer Trennschärfe, wird aber selten gebraucht. Malevichs Schwarzes Quadrat gilt als erstes gegenstandsloses Bild. Wie die Figuration geht die Abstraktion wesentlich einher mit Setzung und Vereinbarung. Begriffe sind immer Ausdruck ihrer Zeit. Es ist daher an der Zeit zu fragen, wohin die Termini, Figuration und Abstraktion und die Schärfe der Grenzziehung geführt haben. Zumal das ABC der Abstraktion von Joseph Albers bis Jerry Seignac voller Wellentäler ist, wo sich Kriterien auflösen und verschwimmen. Im 20. Jahrhundert wird die Zuordnung auch zur Frage politischer Natur. Auf welcher Seite stehst du? Westliche Nachkriegskunst hatte abstrakt zu sein, wollte sie ernst genommen und, um ein heute gängiges Kriterium aufzugreifen, als politisch korrekt wahrgenommen werden. Allein die Abstraktion wurde mit politischer Sensibilität assoziiert und Schlagwort der Frontenbildung. Heute gilt Durchdringung statt Grabenkampf. Malerei wird auf dem Spannungsbogen von Abstraktion und Figuration ohne Scheuklappen verhandelt. Gleichwohl wird Gegenständlichkeit weiterhin oft gleichgesetzt mit Mimesis. Doch ist die Naturnachahmung als solche bereits ein abstrahierender Vorgang? Verbildlicht werden können bloß Ideen von etwas. Mit ihrer Vergegenständlichung beginnt die Abstraktion. Jeder künstlerische Vorgang ist Resultat abstrahierender Annäherung. Abstraktion wie Figuration ist Konstruktion. Oftmals sind es die Übergänge, die uns anziehen. Die 50 Jahre Jubiläumsgala der Galerie Schrade ist eine Hommage an jene Zwischenbereiche.
Figürliche Elemente müssen nicht zwingend ein gegenständliches Bild ergeben. Selbst das Menschenbild kann im surrealen Cluster von Leibern und Körperfragmenten auf vielfältige Art abstrahiert werden. Auf der anderen Seite muss nachdrückliche Geometrisierung nicht Gegenstandslosigkeit bedeuten. Nicht nur bei Susanne Zülke, die während eines Arbeitsaufenthaltes in Tucson, Arizona, die Lichtsensation und wüste Weite des amerikanischen Westens erfahren hat, spielen Landschaftsideen in die Kompositionen hinein. Zülke erzielt poetisch interpretationsoffene Formvergessenheit, indem sie alles Mimetische zurückdrängt und Assoziationen zu atmosphärischen Phänomenen weckt, wie wir sie kennen. Adolf Hölzel ist der älteste Künstler der Galerie. Ausgestellt hat Ewald Schrade auch Pablo Picasso oder Georges Braque, die mit realitätsverwurzelten Figurenkompositionen neben freieren kubistischen Konstruktionen reüsierten. In der Jubiläumsouvertüre sind sie nicht vertreten, jedoch als Leitgestirne im Hintergrund mit dabei. Stimmig zu Tesfaye Urgesa als dem jüngsten aktuell betreuten Künstler. Denn was Picasso von Afrika oder der frühen Kunst auf bloßem Fels gelernt hat, nutzt wiederum Urgesa als Fundament die Grundlagen der klassischen Moderne. Körper müssen nicht wirklichkeitsgetreu aufgefasst, sondern können karikaturartig verfremdet werden für symbolstarke Aussagen. Ein Charakteristikum Urgesas ist die Überdehnung von Gliedmaßen. Fritz Winter ist ein Altmeister der Abstraktion und einer ihrer wichtigsten Vertreter in Deutschland, den besondere Experimentierfreude auszeichnet. Seit 1935 befand sich der gebürtige Westfale in der inneren Emigration am Ammersee, erhielt 1937 Malverbot. Die Nachkriegsmalerei in Deutschland prägte er entscheidend durch seine kompromisslose und kraftvolle Abkehr vom Gegenstand mit dem Ziel einer neuen Bildsprache und Grammatik, die eine innere Logik nährt, während sie Grundlagen haben kann wie die Triebkräfte der Erde. Winter ist wegweisend auch als Mitbegründer der Künstlergruppe Zen 49 in München. Georg Meistermanns Gemälde Das Blatt ist eine raffiniert komponierte Arbeit mit zartem Wirklichkeitsbezug. Der Maler und Glaskünstler, auch eher ein Wegbereiter, der unter den Nazis Ausstellungsverbot erhielt, betont unorthodox den Bildträger. Grobe Leinwandtextur wird materialästhetisch zu einem zentralen formalen Faktor. Shmuel Shapiro war es, der für die Galerie das Tor in die Vereinigten Staaten aufstieß. Umgekehrt öffnete Ewald Schrade, dem Amerikaner mit russischen Wurzeln, der etwa mit de Kooning befreundet war, die Augen für die Schönheit des Allgäu, wo er sich sogar niederließ. Trotz großzügigen gestischen Farbauftrags ist die Nähe zum abstrakten Expressionismus in seinen Werken nicht dominant. Shapiro denkt auch Monet weiter. Zeichnerisch setzte er sich auseinander mit dem Holocaust. Einen zentralen Repräsentanten des Informell als Bezugsfigur hat als Schüler von K.R.H. Sonderborg der Stuttgarter Künstler Michael Urz, dessen Weg Naturstudien begleiteten. Er erfasst mit Farbe den Raum, indem er ihn gleichsam durchwirkt. Er dringt in die Raumtiefe vor, ohne sie zentralperspektivisch zu vermessen, wohingegen Bernds Zimmer ein Unwetter als aufwühlendes Ereignis in der Nachfolge William Turners über die Leinwand fegen lässt. Auch ohne Kenntnis des Bildtitels kommen die formalen Kapriolen beim Betrachter als dramatischer Wind- und Wettertanz an. Der tiefe Horizont und wenige kompositorische Hinweise genügen für die Annahme, dass sich mächtige Regenwolken über einen entfesselten Himmel wälzen. Chiang Wai-Chu hatte zunächst figurativ gemalt. Er extrapoliert inzwischen den Wesenskern der chinesischen Landschaftsmalerei und fusioniert ihn mit Ideen der deutschen Romantik in zuweilen duftig zartem Bildgefirrt mit Transzendenzfaktor. Christopher Lehmfuhl gelingt das Gegenteil. Seine zeitgenössische Plein-Air-Malerei mit bemerkenswert zupackendem Duktus zeichnet weithin sichtbar ihre haptische Qualität aus, neben ihrer Lichtfülle. Der Schüler von Klaus Fußmann malt Bilder für den Spaziergang mit den Augen.
Wie auch andere Galeriekünstler arbeitete Lehmpfuhl eine Zeit lang am Galeriestandort Schloss Mochenthal. Bei Wolfram Scheffel scheint Architektur Vorwand zu sein für eine flächig lineare, kompakte Komposition. San Francesco Locarno ist ein farbsattes Bild mit starken Licht- und Schattenpartien, dabei unmissverständlich gegenständlich und dennoch der monochromen Malerei verbunden, sowie explizit interessiert am Farbfeld. Der Papierschnitt Promenade 2 von Marion Eichmann darf betrachtet werden als eine Ode an Linearität und die Geometrie. Kreis, Viereck, Dreieck bilden die Grundformen dieser Papierarbeit mit Lämpchen und Lampen, die die Kardinalfarben förmlich ausleuchtet, während sie auch als Paraphrase auf das schwarze Quadrat von Malevich oder an die Quadratehrungen von Josef Albers gelesen werden kann und gleichwohl der Realwelt verhaftet bleibt. Eichmann geht es um Struktur und Rapport, ihre beschwingte Komposition wirkt wie ein Kommentar zu der Grundsatzfrage, wie viel Abstraktion transportiert ein gegenständliches Bild? Im Bemühen um die Verknüpfung elementarer Formen mit Abbildlichkeit ist im Promenadenporträt von Marion Eichmann eine Arbeit von Hans Kuhn aus dem Jahr 1970 verwandt. Zunächst in enge Berührung gekommen mit der figurativen Malerei, entwickelt der Schüler von Ludwig Meidner eine Bildsprache, die Abstraktion wie auch Abbreviatur ist. Kuhn zählt zusammen etwa mit Werner Gilles zum Kreis der Ischia-Maler, die das Licht und die Landschaft Italiens in ihre Bildwelt Eingang finden ließen. Stilisierte Pinien stehen für das mediterrane Lebensgefühl in konstruierten Bildern mit geometrischen Facetten und Versatzstücken des Alltags. In Kuhns bodenständiger wie visionärer Malerei können architektonische und technische Formen in einem unwirklich erscheinenden, abstrahierten Raum zusammenfinden. Im selben Jahr geboren wie Fritz Winter bleibt Kuhn der Dingwelt deutlich stärker zugewandt. Gegenstandsfrei erscheint das in dieser Überblicksschau gezeigte Ölgemälde des deutschen Malers Peter Casagrande, der auch in Genua arbeitet und neben Kuhn oder Gilles für das mediterrane Moment in der Galerie Schrade steht. Casagrandes Komposition ist gesättigt mit Stimmungswerten, seine großformatige Malerei gestisch, informell, kontemplativ. Unterdessen empfiehlt er sich als hervorragender Kolorist. Die Farbverläufe sind nicht zu fassen, daraus erwächst ihre Faszination. Klaus Fußmann, ausgezeichnet mit zahlreichen namhaften Kunstpreisen und geehrt mit Retrospektiven in führenden Museen, ist ein Künstler, vor dem sich die Galerie verneigt als dem ältesten lebenden Maler, den sie repräsentiert. Feinfühlig und zugleich kraftvoll erfasste Landschaften und Naturerscheinungen stellen ein Bindeglied dar zur klassischen Moderne einerseits. Sie belegen aber auch die virtuose Visualisierung der lebendigen Gegenwart. Buchstäblich erkleckliche Seherlebnisse hat der Betrachter. Cordula Güdemann, Schülerin von Rudolf Schoofs und Dieter Krieg, legt es in ihrer Malerei schon einmal darauf an, den Betrachter im Unklaren zu lassen. Kleiner Traum lautet ein Bildtitel mit Baum. Das Bild scheint geäst zur Anschauung zu bringen, vielleicht ein Bachlauf, jedoch mag sich auch ein im Profil skizziertes Gesicht demjenigen offenbaren, der in das surreal hintergründige Ölgemälde der Badenerin eintaucht, das mit Werf und abstraktem Duktus reich verzweigte Landschaftsassoziationen weckt. Für die Beschäftigung mit einem klar konturierten, besonders ausdrucksstarken Menschenbild steht die Malerin, Filmemacherin und Autorin Cornelia Schleime. Malerei beginnt für die Berlinerin mit Kratzen, Ritzen und Zeichensätzen und nicht zwingend absichtsvoll, wiewohl ihre Porträtkunst in der Tradition des Berliner Realismus gesehen werden kann. Ralf Fleck, der überaus sensibel den Pinsel führt und mit starker emotionaler Beteiligung malt, was nach ungestümer Kraftentladung aussehen kann, gelingt es, die wirkliche Welt in Gemälden wie dem Feldstück 1511 gleichsam noch einmal neu zu erfinden. Seine vielschichtig aufgebauten Motive erarbeitet er aufwendig mit dem Ergebnis bestrickender Räumlichkeit.
zum abstrakten London-Bild, sozusagen einer urbanistischen Quintessenz als Folge radikaler Reduktion, arrangiert er Rechtecke, die zwischen geometrischer Form und Gegenständlichkeit oszillieren. Im Betrachterauge fügen sich die Bausteine zum Ganzen im Zuge eines Abstraktionsprozesses, den Fleck seit Jahrzehnten erfolgreich immer wieder aufs Neue durchdekliniert. Wenn der Goldfasan singt, nennt der Italiener Antonio Mara eines seiner Vexierbilder, die aus 2 bis 3 Blickrichtungen lesbar sind. Figuration und Abstraktion können sich dank der speziellen Technik, die sein Publikum immer wieder aufs Neue entzückt, im selben Bild ausdrücken, in Abhängigkeit von der jeweiligen Betrachterposition. Mara führt die Op-Art weiter und seine Gemeinde ist hingerissen vom süßen Schwindelgefühl und den Überraschungseffekten, die er für sie bereithält. Eine Streifenstruktur gibt eine Landschaft frei, wenn man richtig hinsieht. Mara, er verdreht uns gekonnt den Kopf. Die oft literarisch inspirierte, expressiv-explosive Malerei von Walter Störer, der zusammen mit den besten Vertretern des abstrakten Expressionismus rezipiert werden muss und eine ungeheuer dramatische Wucht im Bildgefährt förmlich lostritt, gehört zum überwältigendsten auf der Schnittstelle von Abstraktion und Figuration hierzulande. Der gebürtige Stuttgarter und Hab-Grieshaber-Schüler entwickelte als Maler und Grafiker eine der eigenständigsten Positionen in Deutschland. Sein Werk wird in Verbindung gebracht mit der neuen Figuration nach dem Zweiten Weltkrieg, wobei Störer Eigenheiten pflegt, die im Zusammenhang des Surrealismus reflektiert gehören. Eleonore Frey-Hanken malt sich einzelne Protagonisten offenbar geradezu von der Seele und exponiert sie in einem nicht immer leicht zugänglichen Raum. Die Figur in Verlassen Frau Mahl ist wie vor einem Theaterprospekt festgefroren dargestellt. Existenzielle Zustände werden überzeichnet, wie bei Störer, wiewohl ihre Figuren nahbar bleiben. Wenn ich einen Menschen malen will, dann muss ich die Augen schließen, dann muss ich die Farbe finden, die zu ihm gehört. So die Oldenburgerin, die früh ihre Eltern verlor, mehrere Jahre in Rom lebte und am Tiber vielleicht sich selbst suchte. Daniel Kojo Schrade hat mit dem Gestischen abgeschlossen. Lupenreiner Figuration entzieht er sich aber auch, gerät in Tuchfühlung zu ihr, zuweilen fast spielerisch. Der Afrodeutsche mit ghanaischen Wurzeln pendelt zwischen den Kulturkreisen physisch sowie auch mental, wenn er Kopfabstraktionen schafft neben Figurenbildern. Zusammen mit Urgesa, bei dem Erdfarben vorherrschen, fügt er dem Galerieprogramm die afrikanische Note hinzu, nicht zuletzt hinsichtlich spezifischer Strategien von Aneignung und Rückkopplung. Er muss derweil nach eigenen Aussagen nicht bereits zu Beginn des Arbeitsprozesses wissen, wie das Bild genau aussieht, das am Ende auf der Leinwand steht. Seine Gemälde verdichten sich, wie er sagt, in vielen Schichtungen. Darin kann er thematische Schwerpunkte vielfältig verhandeln, darunter rassistische Zuschreibungen. Arbeiten von Lothar Quinte, des zweiten bedeutenden Hab-Grieshaber-Schülers, den die Galerie neben Störer seit langer Zeit vertritt, wurden in Verbindung gebracht mit der Op-Art, doch sein Ansatz ist eher erdenfern, mutet bisweilen spirituell an. Ein Motiv von Quinte schlägt aus abstrakten, in diesem Fall himmlischen Höhen, jetzt auf dem Boden der irdischen Tatsachen auf. Quinte malte in den 1970er Jahren Bilder, die einen aktuellen Bezug zu haben scheinen. Corona-Bilder nannte er sie. Der Maler bezieht sich freilich auf das Corona-Phänomen in der Planetologie und unternimmt einen von potenziell unendlich vielen Versuchen der Visualisierung durch Vergegenständlichung parallel zur Wirklichkeit. Nunmehr ist der Begriff Corona stärker mit Krankheit assoziiert als mit dem Himmelszelt. Dabei hatte Quinte in seiner abstrakten Malerei gerade Abstand nehmen wollen vom real drückenden Alltag. Die Freiheit der Kunst freilich, sie liegt heute, wie zu seiner Zeit, auch im Spiel der Stile. Und für alle in dieser Jubiläumsrunde vereinten Künstler, die große Individualität auszeichnet und das Bewusstsein, etwas zu schaffen, das bleibt, gilt, was Quinte formulierte, was ich male, bin ich.
Zum ältesten Höhlenbild der Welt wurde gerade die Darstellung eines Wildschweines in Lebensgröße erklärt. Entdeckt wurde es 2017, im selben Jahr, als die Höhlen der Schwäbischen Alb UNESCO-Erbe wurden, auf der indonesischen Insel Sulawesi. 45.500 Jahre soll das mit roten Erdfarbpigmenten in Ganzfigur realisierte Wildschwein auf dem Rücken haben. Dagegen nun bedeutet ein halbes Säkulum, Galerie Schrade, eine kurze Zeitspanne. Gleichwohl ist sie an Entdeckungen reich und man darf dem Galeristen gewiss die Worte in den Mund legen: Was ich mache, bin ich. Ich danke Ihnen.